So, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Im letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich das, dass ich da am Truckstore festsitze und das ist wahrscheinlich daran liegt, dass wenig Ladung halt gerade sind und so. Naja, egal. Ich bin dann zurück in den LKW gegangen, in den Truck gegangen und habe dann das Video geschnitten und hochgeladen. Und wird jetzt ein bisschen länger. Und dann bin ich dann, also hatte ich das dann fertig geschnitten und dann sagte kriegte ich eine Message vom Büro, von meinem Disponenten, ja, fahr mal dahin und liefer das jetzt schon mal an, dein Pudding, ne? Also hier die Ware, die eigentlich für abends war. Und dann bin ich dann halt, bei dem Kunden kann ich nie früher anliefern. Das ist keine Bude und die haben immer so viel zu tun, das wird nicht haben. Egal. Ja, ich braver Fahrer fahre dann dahin, um anzuliefern und dann bin ich dann ins Büro gegangen, dann saß da so eine kleine süße Frau und dann habe ich dann mein Prinz Charming Gesicht aufgesetzt und es funktioniert auch ganz gut, als ich ihr erzählte, dass ich halt ausladen wollte. Und in dem Augenblick kommt ihr Chef rein und der war alles andere als flirtbar und der guckte mich so an und sagte, was willst du hier? Ich sage, ich wollte gerne anliefern. Ach so, ja gut, aber wir sind voll. Ja, okay. Und jetzt? Ja, du kannst den Trailer da hinten hinstellen und dann kannst du, oder du kannst halt warten ein paar Stunden. Ich sag, nee, warten möchte ich nicht. Ja, dann habe ich halt meinen Disponenten angerufen und der hat halt gesagt, stell den Trailer dahin, ich schicke dir das nächste Load auf, den nächsten Job. Da steht ein Trailer, der ist fertig für dich beim Kunden. Ja gut, alles klar. Habe ich ihn da hingestellt, bin dann rüber zum Kunden gefahren. Hab die Papiere gekriegt, Trailer angehangen, fahr direkt zum Ausgang, aber keiner am Ausgang, fahr direkt zum Ausgang, um auszuchecken. Und dann sagt dann die Security, du kannst nicht mit dem Trailer losfahren. Warum nicht? Ja, weil der muss doch gewogen werden. Ja, okay. Was muss ich jetzt machen? Ja, du fährst jetzt wieder rein, dann stellst den Trailer hin und dann kommt dann ein, heißt es Rangierer, Shunter, ein Rangierer. Und der nimmt dann den Trailer mit und dann fährt er den Wiegen und dann kannst du dann losfahren. Ja gut, alles klar, machen wir. Ich dann da rein, stell mich da so in der Ecke und will gerade noch was an meinem Smartphone, an meinem Telefon machen und auf einmal kommt dann der Rangierer vorbei und sagt dann, ey, ich soll den Trailer wiegen. Ich sag, ja, ist ja schön. Ich sag, dann wieg mal den Trailer. Ich sag, soll ich den hier hinstellen? Ja, stell den mal hier hin. Ich sag, kannst du mir den gleich auch wieder hier hinstellen, wenn du fertig bist? Ich habe eine bessere Idee, fahr mir mal hinterher. Ja, okay, dann fahre ich hinter dir her. Und dann mache ich mich so fertig und will losfahren. Also ich habe den Trailer dann nicht abgestellt. Und dann sagt er so zu mir, ey, du musst den Trailer abstellen. Ich sage, ich soll doch hinter dir herfahren. Ja, du stellst den Trailer hin und dann fährst du mit der Zugmaschine hinter mir her. Ja, okay, machen wir so. Ich den Trailer hingestellt, er hat den Trailer aufgenommen, ist zur Waage gefahren, ich hinterher gefahren. Muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Egal, nach dem Wiegen hat er mir den Trailer neben eine Waage gestellt. Ich nehme den Trailer auf und denke mir so, yeah, jetzt geht's los. Ja, scheiße. Ich dann Richtung Ausgang, dann war da eine große Schlange. Also beim ersten Mal musste ich nicht warten. Dann musste ich halt eine halbe Stunde warten. Nach der halben Stunde komme ich dran, will auschecken, kommt dann die Security auf mich zu und sagt, du kannst mit dem Trailer nicht losfahren. Und dann wurde ich so langsam innerlich so ein bisschen, es brodelte so ein bisschen. Ich denke so, Philipp, bleib cool. Gewalt ist keine Lösung. Und dann sage ich so zu ihm, ich sage, warum kann ich nicht losfahren? Er sagte, weil du den wiegen musst. Ich sage, ich war doch gerade drin zum Wiegen. Der war gerade beim Wiegen. Er kommt jetzt gerade vom Wiegen. Ja, aber wir haben noch keine E-Mail vom Rangierer bekommen, dass der Trailer freigegeben ist. Ich sage, dann ruf den doch an. Nee, wir müssen eine E-Mail kriegen. Ja, okay, dann warte ich dann hier. Ja, ist okay. Ja, dann habe ich dann da gewartet. Und dann, nach 10 Minuten kam er auf mich zu und sagt zu mir, du, der Trailer ist überladen. Da ist zu viel Ware drauf. Ich sage, der ist nicht überladen vom Gewicht her. Der ist nicht überladen. Ich hatte das selber gecheckt. Ich kann das ja selber checken. Er sagte, der ist überladen, wir müssen den umräumen. Und dann dachte ich mir so, und jetzt werde ich ganz sauer und jetzt, ich will das nicht und jetzt rufst du deinen Disponenten an und erklärst ihm, was ich jetzt machen werde. So, ich habe den Disponenten angerufen, der war natürlich auch schon fast genervt. Er sagte, was ist los, Philipp? Ich sag, ich
bin jetzt überladen. Dabei bin ich gar nicht überladen. Ich stelle den Trailer jetzt hier ab und dann fahre ich zum nächsten Truckstop, weil ich auf diesen Blödsinn hier gar keine Lust mehr habe. Und du meldest dich, wenn der Trailer fertig ist und du machst dir Gedanken, was du mir dafür bezahlst für diese Aktion hier. Ich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich sage, ich rieche mich jetzt auf und das mache ich nicht. Ja, ich den Trailer dahingestellt, zurück zum Truckstop. Dann bin ich erstmal eine Stunde laufen gegangen, damit ich erstmal wieder runterkomme. Und dann hat mein anderer, der Chef von den Disponenten, also würde ich es mal sagen, hat dann angerufen und hat dann zu mir gesagt, Philipp, du wirst jetzt, bis wir den Trailer kriegen, im Stundenlohn bezahlt. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. So, und jetzt habe ich eben eine Nachricht gekriegt, dass der Trailer fertig ist. Das heißt, ich werde jetzt gleich rüberfahren und werde meinen Trailer kriegen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und drückt mir mal ein Abo rein. Und drückt mir mal ein Abo rein. Like nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß. So, das war ein erfolgreicher Tag. Ich musste mich jetzt hier hinstellen, weil da unten der Truckstop voll ist. Das kommt davon, wenn man bis Mitternacht arbeitet. Aber es war ein erfolgreicher Tag, 1150 Kilometer. Ich gehe jetzt noch schnell Zähne putzen, dann mache ich eine verkürzte Pause bis 8 Uhr. Also ich glaube genau gesagt bis 20 nach 8, ist doch schon halb eins.
Und ja, ich habe jetzt noch irgendwie 300 Kilometer und ein paar kaputte irgendwie. 310, 320, 330, ich weiß es nicht. Ist ja egal. Da werde ich morgen früh hinfahren. Im Anlieferungstermin habe ich um 1 Uhr. Also von grob gesagt 8:30 bis 1 Uhr werde ich wohl das schaffen. Ja, wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Da ist noch ein zweiter Laden drauf. Der ist eigentlich für Samstagmorgen. Aber okay, wenn ich jetzt morgen um 1 Uhr da hinkomme, oder sagen wir mal, ich komme da, ja, ich komme da so um 12, 1 Uhr hin, lade mich aus, dann brauchen die auch 2 Stunden. Bis 17 Uhr, 15 Uhr. Ja, dann werde ich wohl Samstag noch morgens um 8 noch den zweiten Laden anliefern. Und dann, so wie es aussieht, bin ich dann Samstagmittag zu Hause. Wenn sie noch nichts mehr haben. Also eigentlich will ich ja nächste Woche ein paar Tage frei haben, weil ich hier umziehe. Aber wenn sie morgen nichts mehr haben, dann mache ich halt die Woche frei. Das ist ja nicht das Problem. Also, ich finde nicht, dass das das Problem ist. Muss das leise sein? Psst, die schlafen alle. So, hier ist alles voll. Kein Platz mehr für einen Philipp. Egal.
Hier ist mein Kunden. Viertel nach 12 ist es, mittags. Jetzt haben die von 12 bis 1 Mittag. Ja, mache ich jetzt auch Mittag. So, ich möchte jetzt gerne das Video beenden. Ich werde jetzt das Video hochladen. Drücken wir mal ein Abo bitte rein. Drücken wir mal bitte ein Abo rein. Verliert ihr Luft? Nee. Ich bedanke mich. Doch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Ich werde jetzt in den Truck gehen, werde Mittag machen und werde dieses Video fertig schneiden und hochladen, damit ihr auf dem Freitagabend was zu gucken habt. Alles klar, bis bald. Tschüss.